So, meine Damen und Herren, ich habe seit ungefähr 17, 18 Tagen, lasst mich nicht lügen, kein Video rausgebracht. Und das liegt daran, dass ich mich verletzt habe, wie ihr im Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen habt. Ich möchte euch ganz kurz erzählen, wie es passiert ist, weil ich finde es lustig. Naja, lustig für euch, traurig für mich, aber auch ganz schnell. Und zwar war es ein Sonntag in Berlin und ich war mit meinem Freund erstmal in der Stadtbibliothek, weil er irgendwas für sein Abi machen muss und sonntags halt die normalen Bibliotheken nicht offen haben. Auf jeden Fall komme ich nach Hause und meine Mutter erzählt mir, ey, deine Familienmitglieder, die sind alle im Hof, geh doch mit, spiel Fußball. Ich meinte, okay, und ich schwöre, ich meinte ihr, ey, ich zeig den Jungs, weil das sind alles Fußballer, wie man wirklich Fußball spielt und so. Ich mache richtig fette Ansagen. Ich gehe runter. Auf einmal mein Bruder fängt an, so Gruppen zu machen. Ich sag, nein, hör mal zu. Ich nehme die Kleinen, so 3, 4 kleine Kinder und ihr 2 Großen, ihr seid gegen mich. Dann okay, Herr, wie du willst. Und das Ding ist, die anderen sind Fußballer. Auf einmal, er gibt mir den Ball für das Anstoß. Auf einmal, mein Bruder rennt und der Ball wird geschossen. Ich und mein Bruder machen ein Wettrennen mäßig. Wir rennen. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte nur einen Ballkontakt. Ich knick um. Aber nicht dieses normale Umknicken, wo man einfach so umknickt, also Fuß einfach so umknickt. Nein. Das ist die Ebene. Jetzt ist noch so ein komischer Baumstamm drauf. Und ich bin einfach so umgeknickt, hab ein Knacken gehört, hab es fett überdehnt. Und ja, jetzt bin ich hier und kann ohne diese Dinger leider nicht laufen. Und noch einem Ding, denn ich habe die neuesten Thanos Air Force One bekommen. Und das Ding ist, die sind so limitiert. Ich habe nur ein Stück bekommen, nicht mal ein paar, ein Stück. Und die sehen so aus. Ich hoffe, man sieht das wegen dem Licht jetzt. Die sehen einfach so aus. Ich spüre gar nichts, nichts. Und falls ihr euch fragt, warum einfach Ironmans Herz drauf ist, dieses blaue Gummiding, das ist dafür da, um Luft rein zu pumpen. Ja, damit halt mein Fuß von drin halt so stabilisiert wird. Aber wieso erzähle ich euch den Scheiß überhaupt? Ich erzähle euch den Scheiß, weil ich schon seit ein paar Wochen eigentlich ein Problem hatte. Und zwar hatte ich einfach zu viele Prioritäten. Ich sage euch immer, ey Jungs, macht 1-3 Prioritäten. 1-3 Prioritäten, höchstens. Ich selber hatte aber, hatte vor ein paar Tagen noch 4 Prioritäten. Und zwar waren die erstmal Uni, weil ich muss da irgendwas Wichtiges klären, sag ich schon mit ehrlich. Dann noch Fitness. Fitness immer auf die 1. Immer Fitness wichtiger als alles, was es gibt, außer Gott natürlich. Fitness auf die 1. Dann war meine dritte Priorität, erstmal hier YouTube auseinanderzunehmen. Und viertens Führerschein. Und jetzt, wo ich mich verletzt habe, kann ich mäßig ein paar Prioritäten wirklich mal ein bisschen zur Seite packen. Jetzt für 5-6 Wochen, also so lange darf ich keinen Sport machen. Die zweite Priorität, also Fitness, muss ein bisschen eingeschränkt werden. Und die letzte Priorität, Führerschein. Digga, ich werde mit dem Fuß nicht in ein Auto steigen, sag ich dir so, wie es ist. Ich werde höchstwahrscheinlich für die Theorieprüfung lernen, aber ich werde niemals in ein Auto mit so einem Fuß steigen. Und für die Leute, die da draußen wissen, wieso ich Fitness nur einschränke und nicht komplett aufhöre, weil die genau wissen, was eine Art Equipment ich habe, wissen, dass ich diese Dinge habe. Diese Babys. Denn das sind meine Babys. Diese Dinger carryen. Das Problem ist, ich kann halt nur Oberkörper trainieren und ich werde in 5-6 Wochen jetzt aussehen wie SpongeBob in dieser einen Folge, diese Luftpumpe-Folge. Aber ja, ey, besser als gar nicht zu trainieren. Und ich würde niemals nur rechts trainieren, weil dann würde es auch komisch aussehen, wenn mein rechtes Bein einfach so und mein linkes. Ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, auch wenn man sich verletzt und man sollte ein Bänderes wirklich jetzt nicht auf die leichte Schulter nehmen oder irgendetwas anderes passiert. Ja, Verletzung ist einfach nur, wie soll ich das sagen, eine Blockade. Jeder hat andere Blockaden. Meine Blockade auf jeden Fall ist die Verletzung. Sollte man sich immer vor Augen halten, ja, aber es ist passiert und ich kann halt nichts machen jetzt für 5-6 Wochen. Ich muss mich anpassen. Prioritäten ändern für 5-6 Wochen. Vielleicht habe ich später dann noch ein anderes Mindset und die Prioritäten ändern sich wirklich dann nochmal in 5-6 Wochen. Man sollte sich anpassen. Also nicht, wenn eine Blockade kommt, direkt, nein, ich werde kein Fitness machen, ich werde kein YouTube machen, ich werde mich auf die Schule nicht konzentrieren. Carlos, mein ganzer Rhythmus ist auseinandergenommen, nur weil mein Fuß nicht mehr funktioniert. Nein. Weil die meisten Leute da draußen denken so. Und ich sage dir komplett ehrlich, das ist ja Loser-Mindset, sag ich dir komplett ehrlich. Es hört sich vielleicht dumm an, was ich jetzt sage, aber ich bin jetzt gerade lieber verletzt als nicht verletzt, weil ich weiß, dass wenn ich nicht verletzt wäre, ich immer noch diese scheiß 4 Prioritäten hinterherrennen würde. Aber jetzt, wo ich halt verletzt bin, kann ich nicht anders und das ist das Geile. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen feiere ich es gerade. Ja, halt stumm, Mann, Digga. Ich sollte das nicht laut sagen. Jetzt, wo ihr wisst, wieso ich eine kleine Pause gemacht habe, kann ich halt wieder durchziehen, weil ich wollte eigentlich nicht einfach ghosten und nichts machen, Digga. Das wäre auch ein bisschen komisch und ein bisschen respektlos gegenüber euch, weil die Leute, die meine Videos gucken, wissen, dass ich Minimum 1-2 Videos pro Woche rausbringe. Aber ja, ist halt wie es ist und Zeit, die du in dich selbst investierst, ist keine verschwendete Zeit.